Im Lande Mordor, in den Feuern des Schicksalsberges, schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring. In diesen Ring floss seine ganze Grausamkeit, seine Bosheit und sein Wille, alles Leben zu unterdrücken. Der Reihe nach verfielen die freien Länder Mittelerdes unter die Herrschaft des Ringes. Doch einige leisteten Widerstand. Ein letztes Bündnis aus Elben und Menschen zog in die Schlacht gegen Mordor und kämpfte an den Hängen des Schicksalsberges für die Freiheit Mittelerdes. Der Sieg war nahe, doch die Macht des Ringes konnte nicht gebrochen werden. Und es geschah in jenem Moment, als es keine Hoffnung mehr gab, dass Isildur, des Königs Sohn, seines Vaters Schwert ergriff. Tausende von Jahren blieb der eine Ring verloren. Doch nun gab das Schicksal den Ring in die Obhut des unwahrscheinlichsten Geschöpfes, eines Hobbits, Frodo Beutlin. Mit der Unterstützung seiner Freunde bricht Frodo zu einer gefährlichen Reise auf, ins Lande Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Doch erneut hat sich der dunkle Herrscher Sauron erhoben und voller Rachedurst führt er seine Armee, die nur zu einem Zweck gezüchtet wurde, zur Vernichtung der freien Völker Mittelerdes. Sauron ist nun auf der Suche nach dem, was in vergangenen Zeiten sein eigen war. Sollte Sauron den einen Ring finden, wird er erneut Dunkelheit über Mittelerde bringen. Ja, moin, liebe Freunde des einen Rings und herzlich willkommen zurück zu einem, oder was heißt herzlich willkommen zurück? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt aus dem Hause Viper und herzlich willkommen zurück in Mittelerde zu der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Leider ohne die Edain-Mod, wie es ja ursprünglich mal angekündigt war. Die Story kann ich euch kurz und knapp erzählen, das lag einfach daran, weil ich in der Zwischenzeit technische Probleme hatte für diejenigen, die es nicht mitbekommen hatten. Es lief zunächst nicht, aber meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich kann euch versichern, das Problem wurde bereinigt, deswegen spielen wir das jetzt auch gemeinsam. Läuft übrigens in 720p 30 FPS, ich werde es auf die klassische Weise rendern und hochladen. Ja, liebe Freunde, wir werden zwei Fraktionen spielen, nämlich die gute Fraktion und die böse Fraktion, wer hätte es gedacht? Und ja, warum die Musik so leise ist, ist beabsichtigt, denn ich habe keine Lust, deswegen Ärger zu kriegen. Denn ihr wisst sicherlich, dass diese Musik ziemlich gut geschützt ist. Deswegen wird sie während des Spiels ziemlich leise sein, ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen mit der Kampagne der Guten an. Und wahnsinnig, wie ich bin, spielen wir sie natürlich nicht auf leicht, sondern auf mittel. Eine Karte. Wahnsinnig, weiß. Klicke, um anzufangen. Ja, dann fang mal an. Mordor ist das Reich des dunklen Herrschers Sauron. Er herrscht über das Land und alle, die es betreten. Sauron überzieht ganz Mittelerde mit Krieg. Wenn ihn niemand aufhält, versinken alle freien Länder in der Dunkelheit. Heute ist der Halbling Frodo Beutlin der Ringträger. Er wandert in Begleitung einer Gemeinschaft aus Vertretern der freien Völker Mittelerdes nach Mordor, um den Ring in den Feuern des Schicksalsberges zu vernichten. Ja, wähle die Gemeinschaft aus und klicke auf Moria. Das machen wir gleich.
Also man sieht schon, man kann hier Gebiete auswählen. Also das heißt, wir werden uns wahrscheinlich ähnlich wie bei Emperor Schlacht um Dune damals von Land zu Land durchschlagen müssen. Ja, übrigens, das ist nicht das erste Mal, dass Herr der Ringe auf meinem Kanal aufkommt. Wir hatten ja auch schon Hack-and-Slay-Projekte wie Die Zwei Türme und Rückkehr des Königs. Sowie ein, ja normalerweise sagt man dazu JRPG, also Japanese Roleplay Game. Aber in dem Fall ist es ein ARPG, also ein American Roleplay Game gewesen. Ja, und jetzt zocken wir tatsächlich als Strategiespiel. Ursprünglich wollte ich als erstes Strategiespiel Der Ringkrieg nehmen. Das Spiel gibt es nämlich auch noch. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr an die Bücher orientiert als an die Filme. Weil Schlacht um Mittelerde ist mehr an die Filme orientiert. Das hat aber leider nicht so wirklich geklappt. Deswegen kommt jetzt ursprünglich Schlacht um Mittelerde dran. Also eigentlich wäre der Ringkrieg als erstes gewesen, aber da, wie gesagt, das hat nicht geklappt. Da ist was mit dem Passwort, glaube ich, damals schiefgelaufen. Und wir sehen hier auch schon, also Moria ist klar, Akt 1 plus ein Spezialfähigkeit. Also das scheint so zu sein wie bei Warlords Battlecry 2, muss ich tatsächlich sagen. Da war es ja ähnlich, da hieß es ja auch Gebiete erobern und spezielle Sachen freischalten. Wir gehen einfach mal rauf. Die Minen Morias, einst eine blühende Zwergenstadt, heute ein mit Orks verpestetes Labyrinth. Erinnere ich mich dran, so ein bisschen. Sie nennen es eine Mine! Eine Mine! Das ist keine Mine, das ist ein Grab! Jetzt bleibt uns nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen es mit der langen Dunkelheit Morias aufnehmen. Ja, wie man hört, sind auch die Original, außer bei Gimli, die Originalsynchronstimmen der Leute dabei. Von Boromir und von Gandalf unter anderem. Von Aragorn übrigens auch. Und ich glaube auch von den Halblingen sowie von Legolas. Nur von Gimli, da ist eine andere Synchronstimme dabei. Wir steuern jetzt die Helden. Also, die gelten als Helden, deswegen werden sie hier auch hervorgehoben. Ja, ich weiß, es werden manche sagen: Ja, das sieht grafisch gar nicht so gut aus. Nimm die Edain-Mod, spiel sie bitte mit Edain-Mod. Nein. War, wie gesagt, ursprünglich geplant, aber jetzt möchte ich erstmal nur das Original spielen. Also, so wie das Spiel damals rauskam. Das Spiel ist von 2004, soweit ich weiß. Also, ein recht altes Spiel. Deswegen ist die Grafik auch nicht die allerbeste. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Schon zu spät. So. Was ist das? Ich hoffe doch, was zu essen. Ein Schatz, würde ich mal sagen. Der Reichtum Morias beruhte nicht auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Seid wachsam. Es gibt in den Tiefen der Welt noch ältere und gemeinere Geschöpfe als Orks. Leise, hier sind Orks. Nein! Sag nicht sowas, Legolas. Eigentlich sind es ja Goblins, soweit ich weiß, beziehungsweise Moria-Orks. Also das wird immer wieder anders bezeichnet. In die zwei Türme werden sie als Goblins geführt. In die Rückkehr des Königs kommen sie gar nicht erst vor. Und in das dritte Zeitalter werden sie als Moria-Orks geführt. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, mir gefällt der Begriff Moria-Orks mehr als Goblins. Muss ich tatsächlich sagen. Wir müssen sie aufhalten. Oh, dann halt sie mal auf. Also jeder Held hat auch so seine Spezialfähigkeiten, die auch im Laufe der Zeit zum Einsatz kommen werden. Die einen Fähigkeiten sind passiv, sind also jederzeit aktiv. Die anderen Fähigkeiten müssen erst aktiviert werden, damit sie wirken.
Also die Fähigkeiten von Aragorn hier zum Beispiel, die können hier aktiviert werden. Also wir haben anscheinend noch keine passive Fähigkeit, aber vielleicht kommt das ja noch. Ein Schatz! Ein Schatz, ja. So, weiter geht's. Hier waren damals das beim ersten Mal die technischen Probleme aufgetreten, das weiß ich noch. Da waren nämlich plötzlich alle meine Helden tot umgefallen. Ich wusste nicht warum. Die Lösung davon ist echt simpel, vergleichsweise. Weil ich habe wirklich nicht gewusst, wie ich das Problem lösen sollte. Ganz einfach. Wenn ihr Schlacht um Mittelerde spielen solltet, installiert es ohne Admin-Rechte. Dann klappt es. Das war's. Mehr ist es nicht. Aber da musst du wirklich drauf kommen. Erstmal. Ja, Angriff! Greif den Feind an! Ja, da ich hier jetzt in der nächsten Zeit frei habe, werde ich, denke ich mal, erstmal kräftig aufnehmen, weil ich habe sowieso keinen Vorrat mehr. Also das heißt, verbrennt euch die Finger nicht, denn die Parts sind noch heiß. Ja, ich nehme das heute nämlich heute am Samstag auf. Deswegen also, ja, wirklich heiß, brandheiß noch, ne? Was ist das? Ein Schatz, hast du doch vorhin selber gesagt. Aber wirklich. So, einmal Heilung. Genau, Aragorn kann nämlich heilen. So weit, so gut. Still jetzt. Ja, ist ja gut. So, dann werden wir mal weiter voranschreiten. Warum nicht? Also man merkt schon, die Dialoge aus den Filmen sind auch mit drin. Wir nochmal die Fähigkeit ein von ihm. Jo! Und tschüss. Sehr schön. So macht das doch Spaß. Natürlich werden wir im Laufe der Zeit auch mit bösen Helden zu tun haben. Also sowohl als Gegner, als auch sie steuern. Selber. Gehen wir mal erstmal halt. Wir sollten, glaube ich, erstmal die Treppe hochgehen. Ich meine, da war nämlich noch was. Weil das Szenario, wie gesagt, und nur dieses Szenario habe ich nämlich mal testhalber gespielt, weil ich ja halt wissen wollte, ob das funktioniert oder nicht. Das Einzige, was ich noch anmerken möchte, ist, das Spiel ist semi-blind. Das heißt, ich habe das Spiel nie selber gespielt. Ich habe damals nämlich tatsächlich mit dem zweiten Teil angefangen. Ich weiß, wer hätte es gedacht. Ja, deswegen, also das Projekt, beziehungsweise das Spiel ist für mich semi-blank. Ich habe mal vor Jahren davon mal ein Let's Play gesehen. Das ist aber wirklich ewig her. So, und dann kehren wir jetzt mal zurück. Lass den Mann erstmal warten. Ich werde jetzt auch erstmal speichern. Ne, das kennt ihr ja von mir. So, Kampagne. Gut, hoch. Gut, LP. Das wird jetzt einen Moment dauern, das ist aber normal bei Herr der Ringe, dass das ein bisschen dauert. Weil ich hätte zuerst gedacht, als ich das damals hatte, wo ja die technischen Probleme da waren, es wäre aufgrund eben halt dessen, dass es technische Probleme gibt. Aber nee, das ist völlig normal, dass die Ladezeit so lang ist. Hinter diesen Türen. Wie gesagt, älteres Spiel. Nein. Vor allem, man sieht auch Zwischensequenzen unten. Hier wohnt Balin, von Dienst, Herr von Moria. Er ist also tot. Ich hatte es befürchtet. Wir dürfen hier nicht verweilen. Wir müssen weiter. Orks! Nein! Sie kommen. Ah! Sollen sie kommen! Natürlich ist das Spiel nicht so episch in den Szenen, wie halt die Filme selber ist, glaube ich, klar. Ich wollte gerade sagen, Gandalf, das hat irgendwie nicht sogar 10 gehauen. Ja, genau. Bringen sie zu Fall! So, jetzt lassen wir unsere Leute erstmal kämpfen. Atlaskräuter, Heilung! Wir können übrigens auch Spezialfähigkeiten mitnehmen. Ich nehme auch mal eine mit, heilen. Wer hätte es gedacht? Also, oh, ich sehe gerade. Ja, mache ich doch. Ich versuch's doch. Ist gar nicht so einfach.
auf, Pippin! Oder Mary ist das. Mary ist das. Wir müssen das Böse verhindern. Alter, wie viele kommen denn noch? Es werden ja immer mehr. Boromir, pass auf! Schickt sie in ihre Gräber! Genau! Es sind zu viele! Ach! Kann leider nicht hangeln gerade, das ist das Blöde. Ah, dann eben so. Oh, das war knapp! Nice. Hui. Oh, da ist ja noch ein Troll. Ist blöd, dass die Fähigkeit sich erstmal aufladen muss. Zwei auch noch. Also zwei, ja. Schneller, Aragorn! Schneller! Muss die Leute heilen! Ich brauche dringend Hilfe! Oh! Scheiße! Alter, das war knapp! Daran konnte ich mich übrigens auch schon nicht mehr erinnern. Also das ist wirklich schon alles blind, was wir jetzt hier machen. Also an das vorher konnte ich mich noch erinnern. Ich hatte es nämlich auch schon gehabt, wo ich maximal hier war. Und dann sind sie einfach gestorben. Ich werde diesen Fall. Also das hatte ich auch schon. Zur Brücke von Khazad-dûm. Alter. Ach ja, so werden übrigens Missionsziele angezeigt. Finde ich übrigens auch eine sehr schöne Geschichte. Rechtsklick muss ich machen. So. Jetzt speichern wir nochmal. Alter. Das war knapp. Puh. Achso, für die Leute, die das zum ersten Mal bei mir haben. Ach, guck mal, da steht sogar gut in Anführungszeichen. Das ist ja gut. Für diejenigen, die sich wundern, ich schneide das ja, wie gesagt. Und ich nehme die Session in einem Schub auf. Also ich nehme die vollen 2 Stunden jetzt in einem Schub auf. Deswegen werde ich nur am Anfang die Begrüßung drin haben. Nicht im Laufe der Zeit selber. Also ab Part 2 wird die Begrüßung nicht mehr dabei sein. Aber ab Part 7 wieder. Weil dann eine neue Session beginnt. Nur, dass ihr es wisst. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir müssen zur Tür. Da kommen sie. Ja, wo ist denn die Tür? Zeig mir den Weg. Lauft. Zurück, ihr Teufel. Könnte man die nicht irgendwie beschleunigen? Oder? Jo. Kannst du mir mal helfen? Hilfe! Hilf mir denn keiner! 56. Ich habe keinen Balrog gesehen. Schnell, lauft! Ja, erstmal müssen die Leute wieder hochkommen. Sind alle hingefallen. Wo ist der Balrog? Ich hab den nicht gesehen. Egal, laufen wir. Lauft! Lauft, ihr Schweine! Ich finde schon... Ich muss echt sagen, die Karte ist cool gemacht. Kann man nicht anders sagen. Die Brücke ist... Lauft! Weiter, weiter! Die Brücke von Khazad-dûm, ja. Ich spüre ein großes Übel. Mhm. Dann solltest du vielleicht auf Toilette gehen. Vernichtet sie alle. Ach ja, die Bogenschützen. Mhm. Also ich kann die Erinnerung, die ihr jetzt so raushört, beruhen sich auf die Filme, wohlgemerkt, ne, die ich geguckt habe. Und nicht die verlängerte Version, sondern die normale Kinoversion war es, glaube ich. Weiter! Weiter! Lauft! So, die Bogenschützen dürften schon mal nicht mehr rankommen, weil so eine riesige Reichweite haben sie nicht. Der Ausgang ist nah! Geil! Und da ist der Balrog. Ein Balrog! Ich kann euch nicht alle beschützen! Führen sie weiter, Aragorn! Weiter! Schwerter nützen hier nichts mehr. Diese Quetz kommt eigentlich auch erst später.
Habt keine Angst! Wir müssen kämpfen! Wir müssen kämpfen! Zurück in die Dunkelheit! Du kannst nicht vorbei! Genau! Passive Fähigkeit, dann nehmen wir die auch noch mit. Ich okay, bin ein Diener des geheimen Feuers. Gebiet ja, das ist schön, Gandalf. Ja, wunderschön, Gandalf. Zurück in die Dunkelheit. Setze Gandalfs Fähigkeiten ein, um den Balrog zu besiegen. Ja, ich bin ja dabei. Bloß das Problem ist, Gandalf ist fast tot. Und das ist ein bisschen doof. Ah! Oh nee! Scheiße! Ja, die Fähigkeit bringt sehr viel gegen den Balrog, wie man gerade gesehen hat, nicht? Lauf, Gandalf, lauf! Lebe, du Sau! Laufen die eigentlich schneller bei Doppelklick? Nein. Manchmal funktioniert das nämlich, wenn man einer Einheit einen doppelten Befehl gibt, dass sie dann schneller läuft. Aber in dem Fall funktioniert es leider nicht so wirklich. Das sieht so peinlich aus. Ach, Mann. Ja, was soll ich machen, wenn er fast tot ist? Ist doch scheiße. schön. So, Heilung. Wir müssen kämpfen. Und Attacke. Hin fort! Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Genau! So, auf die Fresse. Ups. Für dich ist in dieser Welt kein Platz. Der Feind! Lauf, Gandalf! Was will der Balrog damit bezwecken? Der springt sonst wohin, aber... Naja. Flamme von Udun. Ich wollte gerade fragen, irgendwas setzt er gerade ein, aber nee, tut er nicht. Alles gut. Ah! Geh weg, du Sau! Ah! Das sieht so peinlich aus. Ah. Herrlich. Aber so ein bisschen erinnert mich das Spiel auch tatsächlich an Tiberium Wars. Command & Conquer. So ein kleines bisschen. Zurück in die Dunkelheit! Ich wollte gerade sagen, jetzt macht es wahrscheinlich nicht mehr großartig Schaden. Doch, ein bisschen Schaden hat es gemacht. Und nochmal rauf. Jetzt fliegt er in die Richtung. Okay. Alles klar. Glücklicherweise laden seine Fähigkeiten ein bisschen schneller auf. Was durchaus ganz gut ist. Ja, ich mach doch.